Ja, die Fleischräuber sind einmarschiert. Es wird Zeit, dass wir den Leuten hier helfen. Wir müssen toxische Maschinen kaputt machen, quasi. Oder auch Toxmine genannt. Wo sind die denn hier? Wo sind die denn? Da ist doch eine. Uiuiui. Uiuiui, das ist aber ganz komisch grüner Nebel. Ey, was ist das hier? Saboteur. Saboteur. Ein Saboteur, also sehr Jemand muss hier interessant. mal sauber machen. Ja, wir machen doch gerade sauber, entspann dich. Das ist Mine Nummer 2. Mach dich bereit, Whistler, da kommt gleich wer. Aus dem Boden. Nicht? Okay, dann nicht. Was? Ach, wo kommt der jetzt her? Hab ich ja gar nicht gehört und gesehen. Also, ich habe ihn schon gehört, aber erst später. Naja. So, letzte Mine. Das Gesicht des Feindes. Auch eine interessante Mission. Kehre zu Rana zurück. Ja, Moment. Erst müssen wir den Typen hier mitmachen. Kann ich aber wegrennen. So, Feld gesichert. Feld ist gesichert. Die Bewohner können aufatmen. Geh mal zurück zu Rana. Da ist sie ja schon. Bin wieder da. Ich habe die Maschinen zerstört, die euer Getreide vergiftet haben. Ich habe gesehen, was ihr da draußen erlitten habt. Oh. Das war nicht nur Tapferkeit, das war Heldenmut. Seit ihr herkamt, habt ihr fortwährend euer Leben riskiert, um uns zu retten. Warum riskiert ihr immer wieder euer Leben für Leute, die ihr kaum kennt? Ja, muss sein, denn ich tue das für euch. Ey, das ist böse? Ja, komm, Gefühl und so, ne? Ist ja auch egal, rein. Ihr seid das Risiko. So nämlich. Ich? Ihr kennt mich doch nicht mal. Ja, Mensch, das ist aber... Ich kenne euch gut. Jawohl. Aber ich will euch kennenlernen. Ja, kennenlernen, komm. Merkt ihr nicht, dass ich immer wieder zurückkehre? Das ist nicht nur meine Pflicht. Ich scheine im Moment nur noch Pflichten zu haben. Es tut mir leid. Aber. Als Matriarchin muss man seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen. Das gilt doch auch für Jedi, oder? Ich hoffe nicht. Es geht im Leben um mehr als nur um Verantwortung für andere. Hoffe ich jedenfalls. Trotz all ihrer Erfolge musste meine Mutter ihr Leben allein verbringen. Das will ich nicht. Oh. Aber ich dachte, die Jedi dürften nicht. Naja, dürfen und ne? Ich meine, solltet ihr das tun? Ich kann nicht anders. Hey. Im Moment will ich einfach nur euch. So nämlich. Ich will euch. Das waren die 100 böse Punkte wert. Ich sorge dafür, dass uns niemand stört. Hä? Holy shit. Wenn wir shit. Noch länger zusammenbleiben, wird mein Volk sich Gedanken machen. Und ich will keinen Ärger mit eurem Meister. Wunderschön. Es wird keinen Ärger geben. Ihr bringt das Beste in mir. So ist es richtig. Hier, das ist etwas für die Zeit, wenn wir getrennt sind. Hä? Meine Leute suchen sicher schon nach mir. Ich sehe euch hoffentlich bald wieder. Das war spaßig. Mach's gut, Rana. So, ich komme bestimmt wieder. Zack. Wer ist das jetzt hier? Holo-Nachricht? Wer ist es? Oh, Meister. Ich habe nichts gemacht. Wie sieht es bei dir aus? Bengel Maw hat mich... Ich habe gegen den Kodex der Jedi verstoßen. Das sage ich dem doch nicht. Mir stinkt langweilig. Bengel Maw hat mich kontaktiert, oder? Naja, das sage ich dir nicht. Bengel Maw hat mich kontaktiert. Ich habe über Holo mit eurem alten Padawan gesprochen. Er tut das alles, um die Sith auszuschalten. Ja, angeblich. Dann ist er selbst kein Sith. Gut. Ich muss zu ihm und ihn zur Vernunft bringen. In der Kommandobasis der Fleischräuber habe ich die Koordinaten für eine Reihe geheimer Lager gefunden. Zu viele, um nur Jedi-Meister auszusenden. Okay. Ein Lager befindet sich in den Ruinen von Oberkalett. Die Patrouille, gegen die du schon gekämpft hast, war hier stationiert. Jetzt hast du die Gelegenheit, die Sache zu Ende zu bringen. Bengel Maw könnte da sein. Was, wenn ich eurem alten Padawan begegne? Ja. Wenn du Bengel siehst, zieh dich sofort zurück und nimm mit mir Kontakt auf. Na, ist ja gut. Sei vorsichtig in den Ruinen. Wir haben sie noch nicht alle erforscht. Kontaktiere mich, wenn du die Mission erfüllt hast. Möge die Macht mit dir sein. Und auch mit euch, Meister. Und auch mit euch. Ich hab gegen den Kodex verstoßen. Das sag ich dir noch nicht. What the fuck? Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier gelandet immer? Oh, Hälfte zu Stufe 10. Dann habe ich endlich mein Gefährt. Jawohl. Kannst du kaum erwarten, ne?
Hier ist noch eine Nebenmission gekommen? Ah, oh, shit. Okay, nee, machen wir es aber nicht. Ich will mal ein bisschen vorankommen. Heißt der echt Harry Potter? Ach du Scheiße. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle hierhin? Ist das richtig? Vorgesehen. Ach, die Melodie, wirklich, es ist schön. Wie stehen wir eigentlich gerade da? Gar nicht gut. Hell 250, dunkel 100. Ja, die 100 Punkte waren deswegen Rana. Ärgerlich. Naja, wir werden schon. Hell 1 ist nächste Stufe bei 300. Das heißt, ich brauche noch nochmal 150. Ist ja easy going. Kein Problem. Wir müssen jetzt... Ich würde auch gerne irgendwann mal den Nebenmission abgeben gehen, ne? Irgendwann wäre das nicht schlecht. So. Dann gehen wir mal wieder zurück zu den Ruinen. Da, wo wir schon mal waren. Droiden! Mach dich weg, mach dich weg, mach dich weg! Sehr gut. Oh Gott, wir müssen diesmal ganz nach oben. Ach du Scheiße. Das könnte dauern. Das ist eine Kuh? Ah, okay. Sehr interessant. Den muss ich wegmachen, da komme ich nicht dran vorbei. Ich glaube, mit Abkürzen ist nichts, oder? Oder doch? Haha. Easy. Was? Wer? Ach komm, lass das doch mal sein hier, Mensch. Und weg mit dir. Das ist zu einfach. Ja, einfach. Auslegungssache. Das ist jede Ritterphase. Okay, ah, Story-Phase. Warum sieht der mich? Keine Herausforderung für mich. Ja, ist ja gut, Whistler. Wir haben es verstanden. Hier wäre noch eine Nebenmission, aber machen wir es nicht. Auf zur Hauptmission. Oh. Verlass diesen Ort, nicht, als wir gesehen haben. Deswegen bin ich hier, ich kümmere mich darum. Orges hat mich geschickt, um die Fleischräuber zurückzuschlagen. Yep. Nein, die Flasche, die sie macht, okay. Ruh dich aus, ich mach das. Überwachungsmonitor zeigen falsch über die Ruine gegangen sind. Hätte nicht allein kommen sollen. Hm. Ich bin stark, hier frisch und in den Hass zu nehmen. Da muss ich sie aufhalten. Muss ich mich drum kümmern. Nicht. Außer mir kommt sonst niemand. Wie sich die Melodie ändert. Kettenbefall ist zu stark, sie haben mein Lichtschwert. Och nö. Das ist aber nicht so toll. Oh, ist er tot? Damn. Das ist nicht so gut. Naja. Das muss, ne? Wer hat denn dein Lichtschwert? Oh, da hinten die. Uiuiui. Jemand muss hier mal sauber machen. Ja, wir können nicht sauber machen. Hier geht nicht. Tut mir leid. Schon genug stressig hier. Wir gehen nach oben. Wir machen die oben fertig. Keine Herausforderung für mich. Hälfte geschafft. Fünf noch. Kriegen wir auch noch einen. Flieg. Gerade nicht, geht nicht. Cooldown. Mach dich weg. Vier noch. Eins, zwei, drei, vier. Jawohl, passt. Und weg mit euch. So, zwei noch. Moin. Ey. Oh, der wehrt sich aber, okay. Das ist interessant. Einer noch? Oh, der hält ein bisschen mehr aus. Der Klingenkämpfer, damn. Und tschüss. Und bleib unten. Wie, der zählte nicht? Doch, der zählt, oder? Ne, der zählte nicht. Keine Ahnung. Hol und Hörmine benutzen. Das Fleischräuberlager ist unschädlich gemacht, Meister. Aber es waren lauter Machtanwender. Ja. Sie haben einen Jedi namens Laota getötet. Seine Leiche liegt in den Ruinen.
Was soll ich tun? Wir bergen unseren Gefallenen später. Alles klar. Ich habe gerade ein Notsignal von der Twi'lek-Siedlung erhalten. Sie haben Bengal Moor gesehen. Wo? Unsere Leute sind auf die geheimen Lager verteilt. Wir sind die Einzigen, die sich darum kümmern können. Gut, dann gehen wir zum Lager. Zur Siedlung. Wir treffen uns dort. Alles klar, Meister. Gut, in der Siedlung geht's also ab. Wunderbar. Wunderbar. So, sieht auch noch relativ ruhig hier aus, ne? Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Ja, warte ich ab. Nicht. Oh ja, XP-Boost. Geil. Einsatzbereit. Endlich. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Sprich mit Ranan. Drana Tau. Mein Gott, das war ein Name, ey. So, mit ihr wird aber erst beim nächsten Mal gesprochen.